Ich bin ein Ein-Mann-Apokalypse. Okay, und damit ein wunderschönes Moment, hallo meine Freunde. Willkommen zurück zu Let's Play Overwatch. Heute mal eine knackige Runde. Eine 3 gegen 3. Das habe ich, glaube ich, noch nicht gemacht, ne? Auf jeden Fall der Spielmodus oder nicht ganz einfach. Wir spielen hier 3 gegen 3. Wer die Gegner als erstes ausschaltet, der hat gewonnen. Wo ist er? Verdammt! Hi, was geht ab, Junkrat? Wo ist er hin? Fuck, mein Hook ist noch nicht ready! Fuck my life! Okay, das war scheiße von mir. Wow. Wow. Das war echt scheiße von mir. Ich bin einfach so reingegangen. Das werden wir jetzt bestimmt verlieren. Okay, der Move war ganz cool. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das verlieren. Ja. Ich denke mal, der Roadhog wird sie killen. Weil der Roadhog in 3 gegen 3, der ist einfach mal immer. Also der holt eigentlich echt alle. Obwohl, die macht das eigentlich... ganz gut bis jetzt, muss ich sagen. Okay, sie wartet auf ihre Fähigkeit, bis sie die einsetzen kann. Okay, nice. Nice. Das Problem ist halt, Mei und Roadhog, das sind beides Charaktere, die sich selber heilen können. Die eigentlich des Öfteren gepickt werden in 3 gegen 3. Eigentlich sind die immer drin. Also ein Roadhog ist eigentlich immer drin. Und ein Soldier. Ein Soldier ist auch sehr oft drin. Wenn du dann halt, so wie ich gerade, als Roadhog direkt am Anfang raus bist, na ja, dann hast du halt schon verkackt, ne? Okay, die nehmen die Combo. Wen nehme ich denn jetzt? Ich meine, ich könnte einen Roadhog nehmen, aber wenn der Bastion nehmen würde... Oh, guck mal, jetzt nimmt er den. Okay, dann wäre ich ehrlich gesagt... Oh, jetzt nimmt er den. Okay, dann... Das macht eigentlich Sinn, wenn ich Roadhog nehmen würde. Jetzt nimmt er Roadhog. Mein Gott, wen soll ich jetzt nehmen? Ich habe das Soldier bekommen, okay. Ey, diese... Ich hasse das, wenn die zur letzten Sekunde was wählen. Ich bin Nummer einer. Ich warte eigentlich immer, bis ich meine Teammates so sehe, was die, wen die alles so nehmen. Und dann entscheide ich mich, wen ich picke. So bin ich eigentlich immer, aber... Und zwei Racers, oh, Jesus. Na, das kann was werden. Mit zwei Racers. Das kann noch interessant. Okay, ich denke mal, wir sind am Arsch. Ey. Bitte am Arsch. Renn! Renn, Dude, renn! Fuck, 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 Mann. Okay, wir sind auf jeden Fall nicht der Letzte überleben, ne? Wo ist Orisa? Da ist Orisa. Ich muss zu meiner Orisa her. Oh, scheiße. Ich würde sagen, RIP. Nein, warte mal. Wenn ich hier reinrenne, bin ich hier am Arsch. Hi. Ich höre den Roadhog. Ich muss rennen. Alter, ich traue mich nicht. Was mache ich jetzt? Okay, jetzt weiß er, wo ich bin. Der kommt. Der kommt. Der kommt. Der kommt da lang. Okay, dann renne ich hier lang. Alter, das mit den Hörnern im Headset ist total geil. Na, das war klar. Oh mein Gott. Verzieh dich! Das war so klar, dass sie sich einfriert, ne? Verdammt, Mann! Scheiße! Oh mein Gott, Alter. Ich hab mich angestrengt. Also ich hab mich... Also man kann sagen, was ich will. Also ich hab mich definitiv angestrengt. Ich meine, ich hab zwar verloren, aber... Im Nachhinein kann man immer noch von mir sagen, ich hab mich angestrengt, ne? Wen nehmen wir jetzt? Okay, was machen wir jetzt? Ich denke mal, wir werden eh verlieren. Also das ist, glaube ich... Ich glaube, das steht außer Frage. Ich würde ehrlich gesagt wieder den... Ich gehe nochmal mit Roadhog rein, okay? Ich gehe nochmal mit Roadhog rein. Diesmal werde ich mich mal ein bisschen anstrengen, weil die letzte Runde, die habe ich... Kannst du sagen, was du willst? Die habe ich mega verkackt. Schau mal, das... Scheiße. Okay, ich denke mal aber, ich werde auf jeden Fall in näherer Zukunft mehr Runden machen, von wegen Arcade. Also diese ganzen Arcade-Sachen werde ich dir, denke ich mal, in näherer Zukunft ein bisschen öfter machen. Was? Was war das gerade? Ich habe nur Schaden gemacht mit meiner Hook. Was war das? What the fuck war das gerade? Hook, why? Warum kommen meine Mates nicht mit? Wo sind die hin? Die hätten mitpushen müssen, obwohl. Reaper von hinten? Okay, okay. Reaper ging gut rein bis jetzt. Scheiße, ey, Reaper ist tot. So, jetzt geht's 1 gegen 1. Unsere Mail geht in den Roadhog. Das könnte sie schaffen. Aber Roadhog hält sich, denke ich mal, jetzt sehr schnell hoch. Okay, der ist jetzt eine Etage über ihr, glaube ich. Oder unter ihr? Nee, direkt daneben. Was zur Hölle? Ist unsere Mei taub? Nur jetzt mal so als berechtigte Kritik, ist sie taub? Der Winter kommt dieses Jahr früher. Die Reaper-Leiche. Okay. Okay, das war cool. Ich denke mal, der hat wieder volle Leben. Also ich gehe ziemlich doll davon aus, dass er wieder volle Leben hat. Ich denke mal, das wird in der Niederlage. Weil die haben uns richtig gegeben.
Ich sollte mal mit Kopfhörern spielen. Ich meine, mit Kopfhörern, da hörst du die Gegner wirklich genau, wo die sind. Das ist total geil. Da, der Roadhog ist jetzt, die kommen gleich von hier. Schaut euch das mal an. Was? Soll das jetzt? Ist, achso, ich dachte, jetzt steht er da und huckt sie gleich. Also sie wird gleich gehuckt. Yep. Das war sowas von klar. Also jetzt sind wir mal ehrlich. Das war klar, dass es passiert. Ey, der Skin von Orisa, das ist aber mega geil. Achso, ja, sein Double Kill. Sein klitzekleiner Double Kill. Aber er hat Kills gemacht, da kannst du sagen, was du willst. Er hat Kills gemacht. Ich habe bis jetzt richtig reingejoggt. Ich habe nur Kills gemacht. Ich war richtig schlecht, ey. Okay, ich würde dann sagen, achso, okay, jetzt kriege ich meine Punkte. Yay. Aber ich würde mal sagen, das war es dann gewesen mit Overwatch für heute. Morgen kommt dann die nächste Folge. Ich denke mal, einen anderen Arcade-Mode oder vielleicht nochmal 3 gegen 3. Ich weiß es nicht. Aber ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann, auf Wiedersehen. Tschüss.